Moin Leute, ich bin's Julian und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Own Galaxy. Und der Sommer ist endlich da und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt zeige ich euch heute ein paar richtig nützliche Apps, mit denen ihr besser durch die Sommerzeit hindurchkommen könnt. Und diese sind sowohl für Android verfügbar als auch meistens für iOS. Das heißt, für jeden da draußen sollte auf jeden Fall was dabei sein. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Also auf geht's! Die erste App für heute ist das Nonplusultra für jeden Sommer und ich persönlich bin ein riesiger Fan von ihr. Die Rede ist von Komoot und das ist eine App, die sich sehr darauf fokussiert hat, dass man rausgehen soll zum Wandern, zum Fahrradfahren, denn sie bietet drei wirklich coole Funktionen. Auf der einen Seite können wir ganz einfach neue Wander- und Radwege finden, die halt besonders schön sind. Da kann man einfach schauen, in welcher Region befinden wir uns gerade und dann werden einem da viele coole Vorschläge gemacht, die man ganz einfach mal an einem Sonntag oder so radeln kann, wandern kann und so weiter. Wenn man dann aber das Ganze startet und loslaufen will, kann man sich auch in dieser App ein Navi stellen, was halt genau darauf fokussiert ist, ein Navi fürs Wandern oder fürs Fahrradfahren zu sein. Weil man könnte sich jetzt fragen, hey, ich habe sowieso Google Maps auf meinem Smartphone, das ist dann ja komplett unnötig, aber diese App hat wirklich viele Zusatzfeatures, die einfach mega praktisch in diesen Anwendungsbereichen sind. Zum Beispiel kann man sagen, wie ist das eigene Fitnesslevel? Man sieht, wie viele Höhenmeter es hoch und runter geht. Das heißt, wie anstrengend zum Beispiel das Fahrradfahren ist. Man sieht, welche Bodenbeschaffenheiten dort sind, ob man über Schotterwege fährt oder nur auf einem Fahrradweg, der vielleicht asphaltiert ist. Und somit kann man sich wirklich viel, viel besser im Vorhinein einen Blick von der Route machen und die halt abschätzen, ob die für einen überhaupt geeignet ist oder ob die nicht viel zu schwer oder viel zu leicht ist. Wenn es dann aber losgeht, kann man seine Route auch noch aufzeichnen lassen, sodass man sie im Anschluss analysieren kann und einfach nochmal einen Blick drauf werfen kann, wie schnell ich wo, wie lang gefahren bin. Und das finde ich alles in allem wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die App sieht schön aus. Sie ist kostenlos. Von daher, ganz dicke Empfehlung. Ladet sie euch runter und fahrt am Wochenende einfach mal mit dem Fahrrad durch die Gegend. Die nächste App für heute schließt sich dem Ganzen direkt an, denn sie ist auch mega praktisch, um im Sommer ganz einfach mal rauszugehen. Sie nennt sich UV-Lens und hat sich darauf fokussiert, dir zu sagen, wie lange du draußen sein kannst, ohne den Sonnenbrand zu bekommen. Das Ganze funktioniert folgendermaßen, dass wir auf der ersten Seite erstmal eine generelle Einschätzung bekommen, wie stark ist gerade die Sonneneinstrahlung, wie heiß es ist und dementsprechend bekommen wir da eine Einschätzung, wie lange man gerade draußen bleiben kann. Man kann das Ganze dann auch noch im nächsten Schritt auf sich personalisieren, das heißt, man kann angeben, bin ich zum Beispiel sehr hellhäutig und somit eher gefährdet, einen Sonnenbrand zu bekommen, habe ich vielleicht auch Sommersprossen und so weiter und demnach kann die App dann errechnen, wie lange wir uns bei dem aktuellen Wetter gerade draußen aufhalten könnten, bevor es dann halt irgendwann gefährlich wird. Und wenn wir dann letztendlich uns dafür entscheiden, irgendwie Sonnencreme aufzutragen, können wir das auch in der App hinterlegen und sagen, hey, wir haben gerade Stärke 30 zum Beispiel aufgetragen und schon errechnet die App dann, wie lange wir mit der Sonnencreme draußen bleiben können. Finde ich alles in allem ziemlich praktisch und ich denke mal, diese App ist auf jeden Fall ein Must-Have für heiße Sommertage. Die nächste App hat mir mein Kollege Philipp empfohlen. Vielen Dank dafür nochmal. Und diese ist auch besonders praktisch im Sommer. Sie nennt sich InShot und ist letztendlich eine Videobearbeitungs-App. Das heißt, darin können wir auf unserem Smartphone Videos schneiden. Das ist ja jetzt alles in allem nichts Neues. Aber gerade wenn man im Sommer mal unterwegs sein will und zum Beispiel eine etwas aufwendigere Instagram-Story von seinem Sonntagabend oder so machen möchte, ist es ziemlich praktisch, Videos im Hochkantformat zu schneiden. Und das ist halt gerade in dieser App möglich. Und das klingt so, als ob es gar nicht so spektakulär wäre, aber es gibt wirklich wenige Apps, die das erlauben und InShot ist dabei eine, die darüber hinaus noch viele Funktionen hat. Natürlich kann man da jetzt keinen Spielfilm mitschneiden, aber man kann grundsätzliche Sachen machen, wie zum Beispiel eine Color Correction, also Filter, auf das Video legen, man kann die Geschwindigkeit erhöhen, Schnitte setzen und die Musik drunter legen. Also die grundlegenden Sachen, die man beim Videoschnitt benötigt, die hat man auf jeden Fall in dieser App und kann das Ganze halt auch im Hochkantformat machen, was halt für Social Media ziemlich praktisch sein kann. Von daher ist das sicherlich eine coole Sache, wenn ihr, wie gesagt, mal eine etwas aufwendigere Instagram-Story oder sonst was schneiden wollt, denn dann könnt ihr gerne mal bei InShot vorbeischauen.
Auch wenn sich die Pollenzeit schon wieder dem Ende nähert, wollte ich euch unbedingt die App Pollenradar zeigen, weil ich denke, dass sie gerade für Allergiker mega, mega praktisch sein kann, denn sie zeigt an, wie gerade die Situation vom Pollenflug ist. Und das Ganze ist dabei unterteilt in viele verschiedene Arten von Pollen, sodass man für sich selber einschätzen kann, hey, auf welche Art bin ich allergisch und ist die denn gerade überhaupt in der Luft unterwegs, und somit kann man da sehr gut die Situation einschätzen und das auch für die nächsten Tage, denn es gibt auch noch Vorhersagen, wie es zum Beispiel 3 Tage später aussieht. Finde ich alles in allem ziemlich praktisch und ich hoffe, dass es gerade für die Allergiker da draußen eine gute Sache ist. Leute, ich glaube, viele von euch kennen das. Gerade im Sommer, wenn man draußen mit dem Smartphone unterwegs ist, kommt es eigentlich immer wieder zur Situation, dass man seine Bildschirmhelligkeit auf das Maximum hochdrehen muss, um noch irgendwas zu erkennen. Das verbraucht natürlich mega viel Strom und sorgt dafür, dass man seinen Akkustand schon mehr im Blick behalten muss. Und genau dafür habe ich 2 Apps für euch rausgesucht. Und zwar einmal auf iOS Battery Life und auf Android EQ Battery. Die Apps kann man ganz einfach in einem Schritt vorstellen, denn sie haben eigentlich ziemlich ähnliche Features. Denn sie können einmal im Diagramm anzeigen, wie unser bisheriger Akkuverbrauch so war, was einmal sehr hilfreich zum Sehen ist. Aber sie können uns auch Vorhersagen machen, wie lange unser Akku noch hält, wenn wir zum Beispiel YouTube-Videos schauen oder wenn wir Musik hören oder wenn wir im Internet browsen. Und somit können wir im Sommer viel besser einschätzen, wie lange wir denn noch mit dem Akku über die Runden kommen. Eine andere Funktion, die mal ganz unabhängig vom Sommer praktisch ist, ist ganz einfach, dass sie uns sagen können, wie stark unser Akku verschleißt ist. Das ist besonders praktisch, wenn ihr schon ein etwas älteres Smartphone habt, denn mit der Zeit verschleißt den Akku sehr, sehr stark und da macht es auf jeden Fall Sinn, das Ganze mal abzuchecken. Das wird letztendlich in den Apps so berechnet, dass sie schauen, wie schnell euer Akku auflädt, denn der Akku lädt erst sehr schnell auf und wenn er voller wird, wird er immer langsamer, bis er irgendwann mal 100% erreicht. Und anhand dieser Daten kann die App halt eben berechnen, wie der Verschleißgrad von eurem Smartphone aussieht und somit könnt ihr mal einfach überprüfen, wieso euer Akku vielleicht so schnell geht, weil vielleicht liegt es auch gar nicht am hellen Display, sondern daran, dass euer Akku schon verschleißt ist und dann könnt ihr euch halt dementsprechend überlegen, ob ihr den mal tauscht oder vielleicht irgendwann mal auf ein neues Smartphone upgradet. Leute, das war es jetzt aber auch von diesem Video. Ich hoffe, da waren hilfreiche Apps für euch dabei. Falls ja, zeigt es auch gerne mal mit einem Daumen nach oben oder schreibt mir auch gerne euren Favorit ganz einfach mal in die Kommentare hinein. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, wie zum Beispiel hier in diesem Video, was ich euch hier neben mir eingeblendet habe. Klickt euch dort sehr gerne mal rein und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, viel Spaß und tschüss.